Moment. Herzlich willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Louis und Sascha und wir sind die Swissbricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und wir möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. So Louis, du hast uns mal wieder ein kleines Schätzchen mitgebracht. Richtig. Aus der alten Zeit. Genau, aus der alten Lego-Zeit, sage ich mal. Und das Set, die Darstellung, das Set soll ein Zeitalter darstellen. Wie ihr seht an den Dinos, da wurde auch ich gerade geboren. Also die Darstellung des Zeitalters ist so ziemlich mein Alter, die Zeit der Dinosaurier. Also da zähle ich mich ja auch schon bald dazu. Nein, also ich glaube, das Ganze spielt eher so um die 1940 herum, denke ich mal eher. Irgendwie so dort, ja. Ist ein ganz weirdes Set mit Fahrzeugen und Flugzeugen irgendwie, die die 40er Jahre darstellen, auch die Helme und Hüte und Fahrzeuge, so Kolonialzeit, aber mit Dinosauriern dabei. Ganz, ganz ein spezielles und interessantes Set. Oder besser gesagt, es sind zwei Sets, aber aus der gleichen Serie. Ich werde dann erzählen, von wo, aus welcher Serie. Und heute Morgen, als ich hier nach Anglikon gekommen bin zum Sascha, habe ich gesagt, ich habe ein Set mitgebracht heute, etwas ganz Spezielles, und habe dann so gesagt, da hat Lego ein richtiges Highlight rausgehauen. Ich glaube, so ein gutes Set haben sie selten noch hingekriegt. Und dann sagt Sascha, weil es ja von Lego ist, so, ah, du hast heute die Ironie mitgebracht. Und er hat jetzt schnell das Set vor der Aufnahme angeschaut und er hat so viele Spielfunktionen gefunden, dass das schon fast knapp wird, all diese Funktionen in dem einen Video unterzubringen. Also es hat wirklich sehr coole Sachen dabei. Das Set hat richtig viele coole Spielfunktionen. Das ist unglaublich. Ja, also wirklich, das ist ein richtiges Spielset. Und selbst ich beim Aufbau hatte so viel Spaß, all die Funktionen auszutesten und einzubauen. Aber bevor wir zu tief in den Spielspaß eintauchen, weil bei dem Set wird man noch einmal richtig zum Kind, würde ich gerne schnell die Hard Facts bringen. Und besonders von einem von den beiden Sets, das ganz kleine, es gibt da wirklich ein sehr kleines Set. Ich glaube, das können wir einfach, ich sag mal, runterraten, das ist auch gar nichts Spezielles, das kleine Set. Das kleine Research Glider Flugzeug hier ist die Nummer 5921 und kommt aus der Reihe Adventures, und dort ist es die Unterkategorie Dino Islands. Also Dino Islands hatte mehrere Sets, unter anderem das Dino Research Compound und den kleinen Glider. Und der besteht auch lediglich aus 57 Teilen und dazu mal war die UVP 6 Franken. Klingt erstmal nach nicht viel, die 6 Franken. Aber wenn man es ausrechnet, dann sind das doch 10,5 Rappen pro Teil, was ja ungefähr der typische Lego-Preis ist, finde ich nur knapp gerechtfertigt für das Set, weil sehr, sehr viel Standard dabei ist, außer den einen Dinosaurier hier, den wir haben. Und die Flügel. Und die Flügel. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich genau das Einzige, warum 10,5 Rappen hier gerechtfertigt sind, weil sonst bietet das Set wirklich fast nichts, was man als Kind nicht auch so irgendwie selber bauen hätte können. Mhm, ja. Verstehe ich. Es hat eine Minifigur dabei, das ist der Mike, die Minifigur, und auch die überhaupt nicht exklusiv. Also diese Figur, sie ist dann noch in 5 anderen Sets vorgekommen, zum Beispiel sein Zwillingsbruder Mike 2, der auch im Dino Research Compound drin vorkam. Nur, und von daher nur ein Gesicht. Das Gesicht ist einiges anders als die Gesichter, die man heute so kennt. Ja. Also es war so eine Übergangsphase von den alten Gesichtern, ja, zu den aktuellen Gesichtern, wo, sagen, man, ja, wo die Gesichter irgendwie breiter waren irgendwie. Ja. Wenn man das Set jetzt neu kaufen möchte auf Bricklink, dann kostet es ungefähr 25 Franken. Das ist doch eine Vervierfachung des Wertes immerhin. Und gebraucht kriegt man so circa 9 Franken dafür, also auch gebraucht nicht wirklich viel, obwohl
es ein Dinosaurier dabei hat. Ich weiß gar nicht, ob die heute so noch produziert werden. Das müsste ich mal noch recherchieren. Ich glaube, die Jurassic Park Dinos sehen auch ein bisschen anders aus. Also auch da gebraucht kriegt man nicht sehr viel dafür. Ja, ist klar, das Set stellt ja auch nicht wirklich etwas dar. Hoppla. Die Komplexität, um das Set bauen, gebe ich eine 2 von 6. Also das kann man schon fast auswendig aus dem Kopf bauen. Das hier dabei, oder? Ja, genau. Beim Bauen sind dann einfach Bricks aufeinander gestapelt, das Flugzeug einfach ein paar Teile. Also das ist ratzfatz mit der Lego-Anleitung gebaut und bot gar keine Schwierigkeit. Auch der Bauspaß für mich bei dem Set eine 2 von 6, weil ja, was macht da Spaß zum Bauen? Also 57 Teile, man sagt so 300 Teile in der Stunde, jetzt könnt ihr euch vorstellen, da ist man in 6 Minuten durch. Nicht wahnsinnig viel Bauspaß dabei, also nichts zum Entdecken. Das einzige Positive hier dran, es sind schöne große Teile. Ja, also es gibt auch den positiven Spielwert vom Glider, aber ja, so richtig, richtig cool fand ich das Set jetzt nicht zum Bauen. Ich meine, und Stabilität. Ja, quasi wird der Dino gefangen. Ja. Keine Ahnung wie, er hängt sich. Nein, bloß nicht. Der arme Dino. Stabilität, eine 4 von 6 beim Baum. Fallen ab und zu die Blätter ab. Und auch beim Dino-Fanggerät ist mir auch schon einmal auseinandergefallen. Ansonsten ziemlich stabil. Ja, also, ich meine, das ist quasi ein Block. Ja. Hier ein wenig kann was runter. Ja, genau, sage ich. Ja. Aber ich glaube, das ist eher das Problem, dass einfach die Steine nicht mehr so gut halten. Möglich, ja, dass die schon, ich meine, hier unten ausgeleiert sind. Das hier unten ist ja jetzt eher felsenfest, massiv. Wie der Felsen, den es darstellt. Umso cooler, das andere Set, das habe ich auch als zweites gebaut. Ich habe zuerst den Glider gebaut, schon relativ lange, wollte den auch schon fast verkaufen, bis dann Sascha gesagt hat, ja, wäre cool, wenn du das Dino-Set vorstellst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bringe ich den Glider aber auch gleich mit. Dann machen wir so ein kleines 2-in-1-Feature daraus und zeigen das, weil es aus der gleichen Reihe kommt. Hier haben wir das 5987 Dino Research Compound aus der gleichen Reihe Adventure Dino Island und ist auch aus dem Jahr 2000. Wenn ihr euch fragt, warum ich in dieser Aufnahmereihe, die wir heute machen, so viele Sets aus 99 und 2000 bringe, es kommt alles aus der gleichen Kiste. Also das ist alles von einem Flohmarktkauf von einer Person, die halt vieles in den Jahren gekauft hat. Ich habe noch ein Technik-Set, der Indie Storm, den habe ich noch mitgenommen, so quasi als Reserve, den bringen wir aber nicht mehr, den werden wir nicht vorstellen. Kommt auch aus dem Jahr, auch glaube ich 99 oder sowas um den Dreh rum, weil hat jemand hat wirklich in der Zeit all die Sets gekauft. Hier sind wir dann schon auch bei 617 Teilen, das ist doch einiges mehr und die UVP war 80 Franken, was einen Preis macht pro Teil von ca. 13 Rappen. Und eher das ist noch hoch. Relativ hoch, ja, und ich denke, es war sogar ein bisschen höher noch, weil ich weiß nicht, wie der Dollarkurs war im Jahr 2000. Und die 80 Franken, das wären eigentlich 80 Dollar, die ich auch wieder 1:1 übernommen habe. Man müsste es da vielleicht noch schauen, ob im Jahr 2000 der Dollarkurs sogar noch höher war. Dann wird das Set nämlich noch ein wenig teurer. Jetzt, was soll ich sagen? Die 13 Rappen sind vermutlich gerechtfertigt, auch mal durch die großen Dino-Figuren, die hier dabei sind. Und dann hat es doch 6 Mini-Figuren dabei jetzt bei dem Set. Einen zweiten Dinosaurier, einen Flugsaurier, viele große Teile, große Platten, wirklich mehrere. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich meine, jetzt rein vom Design jetzt mal. Es sieht cool aus, designtechnisch ist jetzt so, kann man drüber diskutieren. Also ich meine jetzt, wie das Flugzeug hier gebaut ist, das sind sehr, einfach sehr weird. Sehr einfach halt wirklich so die zwei, einmal, keine Ahnung, 16 Bricks hier entlang gebaut und dann nachher halt Platten drauf und so weiter und so fort. Hier extrem viele Platten, extrem viele große Teile. Ja, von dem her muss ich sagen. Große Dachteile mit Prints. Genau. Also auch da
muss ich sagen, ja, haben sie sich Mühe gegeben. Und ich glaube, wenn man dann so etwas geboten bekommt, ist man auch eher bereit, mal die 13 Rappen pro Teil zu investieren. Also sprich die 80 bis 100 Franken. Ich glaube, für das Set hat sich das dann auch wirklich gelohnt. Mit auch extrem vielen Figuren. Viele Figuren, ja genau, 6, wobei keine exklusiv ist. Dazu mal haben sie anscheinend noch die Figuren öfters wiederverwertet, wie in den heutigen Set, wo sie viele auch exklusive Figuren haben. Eine Figur, der Mr. Cunningham, ich weiß aber nicht auswendig, wer das ist, der kommt nur in zwei der Sets vor. Nein, ich bin nicht ganz sicher. Ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Ich habe gestern geschaut noch, wer das ist, aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Spielt aber auch nicht so eine große Rolle. Und die anderen kommen dann wirklich in sehr vielen Sets zum Teil vor. Ich glaube, der Rekord bei einer Figur war gerade fast 10 Sets. Ich denke, der ist dann, das könnte der Mike sein, der ist dann wirklich bei jedem Dino-Set einmal vertreten. Einfach halt mit unterschiedlichen Klacken, ja, wobei, nein. Nein, das ist wirklich eins zu eins die gleiche Figur. Wobei, hier sieht man schon, hier ist der Druck dünner als hier. Also meinst du vom Gesicht oder von der Kleidung? Von der Kleidung. Ja, aber es ist die gleiche Kleidung. Ja, ja, aber vielleicht kannst du da noch ein Bild mal machen. Vom Unterschied hier ist der Druck einiges dünner. Ja. Der Neupreis aktuell auf Bricklink 180 Franken. Also auch da wird doch einiges verlangt für das Set. Ist klar, ist doch schon ein gewisses Alter, das hinter dem Set steckt. Und da wollen natürlich die Sammler schon ihr Geld dafür. Gebraucht auf Bricklink immer noch um die 100 Franken. Doch relativ guter Preis. Ich denke, hier liegt der Preis sicher in den Dinos, in den Figuren und nicht unbedingt in den Standardteilen. Wobei, es ist noch das alte Light Grey und das alte Dark Grey, was doch auch unterdessen selten geworden ist. Und diese Teile heben den Preis sicher auch ein wenig an. Mhm. Soll ich zuerst noch Komplexität, Stabilität und das erwähnen und dann tauchen wir mal richtig in das Set ein, zeigen, was es da alles zu entdecken gibt. Komplexität gebe ich eine 2 von 6 und zwar einzig daher, weil es in der Bauanleitung kein Kästchen gibt mit der Teileliste, welche Teile das verbaut werden, sondern wie das früher so der Standard war, musste man von Bauschritt zu Bauschritt schauen, was hat sich im Set verändert und anhand dessen die Teile raussuchen. Also ich habe so 2 bis 3 gemacht, eigentlich zum Bauen wirklich nur eine 2, also keine schwierigen Bauschritte, ein typisches Kinderset, aber dadurch, dass halt die Teileliste fehlt, jeweils vielleicht auch so eine 2,5-3. Stabilität bei dem Set auch eine 4 von 6, also der ganze Turm hier, das hält alles wirklich sehr gut, Klemmkraft von den Teilen sehr gut. Einzig so diese Baumteile, Blätterteile sind wieder Sachen, die schnell mal abfallen. Auch so Kleinteile hier kann das schon sein, dass es mal abfällt. Und von daher 4, vielleicht sogar eine 5 von 6. Und der Bauspaß bei dem Set ganz klar 5 von 6. Und da war ich sogar tendiert dazu, eine 6 von 6 zu geben, weil es wirklich einfach das Flugzeug hat mir Spaß gemacht zum Bauen. Auch wenn es jetzt am Schluss ein wenig komisch ausschaut. Nicht so wie ein Flugzeug. Also ich finde schon, dass es wie ein Flugzeug ja, aussieht. Ja, aber es fehlt wie vorne so die Nase noch ein wenig. Logisch. Sieht so wie abgeschnitten aus. So. Aber ja. auf der anderen Seite ist es halt einfach, eben, man erkennt es, es ist halt ein bisschen speziell. Es ist halt, ich meine, genauso wie die Dinosaurier heute nicht realistisch sind, ist auch dieses Flugzeug nicht realistisch. Ja. Dennoch ist es hier und es erfüllt seinen Zweck. Richtig. Und daher wirklich auch der Bauspaß. Sicher eine 5 von 6, weil schon während dem Bauen hatten einfach so viele coole Features, die ich schon während dem Bauen ausprobiert habe. Ich habe das wirklich zusammengebaut und gleich ausprobiert, funktioniert das oder was ist hier noch der Sinn? Und selbst beim Zusammenbau habe ich hier doch tatsächlich schon den Entdeckerwert. Also das ist nicht nur ein Entdecker-Set, sondern man entdeckt auch viele Sachen in dem Set drinnen. Und von daher Bauspaß ganz sicher eine 5 von 6. Es ist eins der wenigen Sets, das ich kenne, das Schusswaffen hat. Ja, richtig. Und zwar also halt wirklich
erkennbare Schusswaffen. Also die Piratensets zum Beispiel hatten ja viele Schusswaffen dabei und dann haben sie ja später aufgehört. Aber ja, tatsächlich, das Set hat... Also hat wirklich eine plus-minus moderne Pistole. Und ein Gewehr. Also ja, das Gewehr da drüben habe ich vorhin gesehen. Tatsächlich wirklich auch ein komplettes Gewehr dabei, was es so bei Lego eigentlich selten gibt. Meistens sind das jetzt die Star Wars Blaster, die sie dabei haben, und weniger wirklich Schusswaffen. Also ich habe es mir angeschaut und dachte schon so, oh mein Gott, hat richtig coole Sachen. Die Geschichte dahinter kennen wir halt nicht. Ja. Aber... Also was halt noch ist, was man sich jetzt hier bei dem Set, so wie es da steht, nicht so gut vorstellen kann, diese Brücke ist wirklich auch, sollte ein Fluss darstellen, daher auch dieses Boot. Dass man dann auch wahrscheinlich eben hier anhängen kann. Mit der Kette, genau, und zwar ist das da die Anhängestelle für das Boot, kann man mit der Kette anbringen oder auch die Kette lösen und mit der Kette das Boot anbringen, das Auto und die Dinos und das kommen eigentlich dann auf die Seite, weil in den Bildern, in der Anleitung ist hier eigentlich der Fluss und das sind so zwei Flussseiten, das Haus steht auf der einen Seite und so der kleine Außenforschungsbereich steht auf der anderen Seite. Und daher auch diese Schnur hier, mit der Sascha vorhin schon ein cooles Feature entdeckt hat, die eigentlich die zwei Flussseiten miteinander verbindet. Ja, also wo fangen wir an? Features, Figuren? Überlasse ich mal dir. Ich glaube, ich habe schon einiges erzählt. Jetzt darfst du... Also die Figuren grundsätzlich eben finde ich ein bisschen strange von den Gesichtszügen her. Sind halt schon halt die klassischen Lego-Gesichter, aber halt irgendwie breiter. Irgendwie, naja, sieht selbst... Ich glaube, hängen lieber mal Bilder rein. Ja, ich mache dann noch Bilder, genau. Die sind halt ein wenig seltsam. Ich finde es cool, die Sachen, die sie haben hier, keine Ahnung, den Hut. Ja. Also du erkennst halt, es ist halt irgendwie sowas um die zwischen Jahrhundertwende und irgendwie so 1940, keine Ahnung. So die Hüte, wie sie in der im Kolonialismus der Engländer hatten. Du siehst aber auch viele modernere Sachen, wie zu diesem Kran hier genau. Zum Beispiel. Sehr interessant, wirklich mit einem Computer, mit Display und so. Also ja, wahrscheinlich eher so oder Messwerte. Manometer, ja, Messinstrumente, aber trotzdem sehr modern gemacht irgendwie der Kran im Vergleich zu den anderen Sachen tatsächlich. Den kannst du brauchen, um das Boot beladen oder entladen. Man hat, ich finde auch cool so kleine Gimmicks, wie zum Beispiel hier hat es irgendwie ein Getränkespender. Genau, so ein Kaffeeautomat, Getränkespender, richtig. Hier hat es einen Sextanten. Und dann kommen halt so die ersten coolen Spielfeatures. Tada! Die Radarstation, genau, die versenkbar ist. Und sobald der Flieger startet, kann man auch die Radarstation dann nach oben rauslassen und dann hat der Flieger Verbindung mit der Bodenstation zum Beispiel. Genau. Und eben auch cool, man kann es auch wieder ohne Probleme reintun und wie man sieht hier, die Dächer, die sind bedruckt. Das finde ich halt richtig cool. Ja. Dann hat man halt zum Beispiel hier dieses Seil, dann hat man hier eine Kiste. Ich habe die Dinger noch nie gesehen vorhin. Das sind ja diese Handlebars, also die gibt es auch bei, zum Beispiel, es gibt eine Serie Rescue Mission, also ich habe auch von den Sets, das sind so Rescue-Wasser-Rettungseinheiten und die haben das zum Beispiel auch, die können sich irgendwie so abseilen, haben das dann in der Hand, die Minifigur. Und dann können sie sich so mit dem abseilen Richtung Unfallstelle oder so. Und dann hat man... Genau, die Kiste, die dann von der einen Fußseite auf die andere fährt. Und theoretisch könnte man dann vielleicht sogar mit dem Kran das noch entladen. Oder im Notfall kann irgendwie eine Minifigur kann sich darunter... Genau, ist stürzen. Auch möglich, richtig, dass eine Minifigur sich... Zum Beispiel, wenn man die Kiste auseinanderbaut und diese Rolle der Minifigur in die Hand gibt,
statt an die Kiste kann sich zum Beispiel eine Minifigur abseilen von einem Ort zum anderen. Sehr cool. Wenn Sie hier auf der Seite vielleicht gerade einen Dinosaurier am Fangen sind mit dem Fangwerkzeug, er hat den Dino gleich so irgendwie halbwegs an der Angel, braucht aber Hilfe, dann kann von da der zweite Forscher richtig mit den Handlebars zum Beispiel das Seil runter über den Fluss so ruckzuck zum Helfen kommen. Den Rucksack finde ich sehr nice. Der, also ich habe so einen Rucksack noch nie gesehen. Richtig massiv. Ja. Mit links und rechts, wo man noch hier Schaufel und Pike reinpacken kann. Und das Geile, man kann es auch noch aufmachen. Da kann man zum Beispiel jetzt einen Edelstein drin haben. Ja. Also das ist richtig, richtig cool. Sehr cooles Spielfeature. Also Sie können dann auch zum Beispiel, wie gesagt, Edelsteine suchen oder Ausgrabungen machen, gleichzeitig mit den Dino Researches, die Sie hier anstellen. Also so wie noch eine Sidequest, würde ich schon fast sagen, mit den Forschungen. Ganz cool gemacht, ja. Dann hat man, keine Ahnung, hier unten eine Falltür. Wenn zum Beispiel, wenn man halt hier noch mehr hat, mit einem Dino, mit einem vielleicht einem kleineren Dino und dann so der Dino halt quasi angelockt werden muss. Ich nehme jetzt mal den Mike als Dino und dann kann man halt hier aufmachen und er schlägt sich den Kopf an. Hat eine Gehirnerschütterung. Tatsächlich die Falltür, oder du bist auf der Flucht vor dem Dino, genau. Er verfolgt dich. Und dann kann man die Falltüre ziehen, dann fällt er durch den Boden durch wieder in die untere Ebene. Landet hier unten. Dann, was hat es noch Schönes? Was ich auch sehr geil finde. Moment, kann man das? Ich würde auf die andere Seite drehen, sieht man es besser, genau so. Zum Beispiel, wenn jetzt hier, keine Ahnung, auf der Seite zum Beispiel ein Dino ist. Mal schauen, ob ich. Hoppla, das schauen wir nachher noch an, denke ich kurz. Also Sascha hat es geschafft, dass die Halterung zum Dino fliegt. So sind sie dann auch ausgestorben. Der Meteorit ist gekommen und das Netz am gleichen Ort bleibt. Wir versuchen es noch einmal. Tatsächlich beim vorherigen Versuch. Beim ersten Versuch hat es hervorragend geklappt. Du hast fast zu viel reingegeben, genau. Also, dass hier halt das Netz runterkommt. Das Netz finde ich übrigens sehr cool. Es ist relativ dichter Faden. Ja. Ist richtig schön, also fast schon schwer. Also finde ich recht cool. Und wenn das Netz von Sascha versagt hat, gibt es hier noch den Piloten und den Jäger. Also der ist da wirklich so der alte koloniale Jäger mit einer Pistole und einem Haken an der Hand. Und wenn einem der Haken nicht zusagt oder zu gruselig ist, hat man hier sogar noch die Ersatzhand dabei. Und der kommt dann mit dem Flieger, mit Sternmotor, also Mercedes Sternmotoren drin, also richtig die PS-starken Motoren hier verbaut. Der kommt und fliegt dann über den Dino drüber und hat hier ein Netzabwurfsystem, das Netz wirklich noch rauslässt. Genau, kann man den nochmal fangen, falls hier die Viper versagt. Das Netz versagt. Nicht geklappt hat, genau. Hier unten hat es noch, glaube ich, irgendwie ein Gefängnis oder... Das war das Einzige, was ich nicht rausgefunden habe, was es genau darstellt. Man kann die Wand nach unten klappen, aber ich... Wahrscheinlich kann man hier irgendjemanden festsetzen, dann kann er so flüchten oder keine Ahnung. Möglicherweise, oder irgendwas. Ein Dino, den Baby-Dino hier einsperren und der kommt dann raus, verfolgt einem nach oben und fällt dann durch die Falltüre wieder nach unten oder irgendwie so. Hier übrigens von den Dinosauriern, die jetzt bei dem Set dabei sind... Wir haben hier einen frag mich jetzt nicht mehr, wie der Flugsaurier heißt. Wäre es nicht ein Archeron? Nee, das nicht, das ist ein anderer. Das ist ein Pterodactyl. Genau, irgend sowas, ja. Wobei Im Heft hinten sind sie beschrieben, falls du es wissen. Ja. Oder vorne, ganz vorderst, also man hat sogar noch Lernwert. Auf der vordersten oder auf der hintersten? Nein, ich glaube auf der vordersten Seite. Nein, auf der hintersten in dem Fall. Das Heft musst du nachher noch zeigen. Ah ja, hier tatsächlich. Man hat hier den Pteranodon. Mit dem Kamm oben.
Triceratops hat leider keinen dabei. Hier hat man einen Stegosaurus. Den finde ich richtig cool. Mag ich persönlich auch sehr gerne. Wobei der Triceratops eigentlich mein Favorit ist. Der ist richtig cool, auch mit dem Schwanz hinten. Dass er so quasi ausschlagen kann. Und dann haben wir natürlich den Tyrannosaurus Rex. Wobei ich dachte am Anfang, als Louis mit dem Set kam, der lag so umgekehrt drin. Ich habe nur einen Teil gesehen, die Arme hier so. Und ich so, Louis, oh, du weißt schon, dass das ein Drache ist. Und plötzlich nehme ich ihn dann so richtig raus. Nein, das ist tatsächlich ein Tier, ein Dinosaurier. Ja. Sieht einfach ein bisschen aus wie der alte Mittelalter-Drachen. Genau, der grüne, ja. Der grüne Mittelalter-Drachen. Haben sie wahrscheinlich als Ursprung genommen und den einfach dann weiterentwickelt. Genau. Aber finde ich recht cool hier mit... Wirklich hier einmal Kiefer aushängen. Prima. Kann man machen. Also, das ist schon cool. Und dann haben wir noch den Baby T-Rex. Der, wie gesagt, dann irgendwie im Gefängnis hocken kann und ausbricht. Oder den großen T-Rex. Ich will den mal besser zeigen können. Holt ihn dann zum Beispiel aus dem Gefängnis raus. Der brav Männchen macht. Der jetzt gerade das Fass vollgekackt hat. Genau. Ja, es riecht schon so ein bisschen. Bisschen streng, Dino-Kacker. Dino-Dumm, genau. Dann das, glaube ich, ziemlich das letzte Feature. Apropos, du Jurassic Park 1 kennst ja noch, oder? Ja. Und du kennst auch noch die Szene mit, wo sie da zum Triceratops kommen und da Dino-Haufen und genau. So, gell? Beim aktuellen Jurassic Park Set, das 30 Years Anniversary, ja. Anniversary, hat es einen Dino. Hat es einen T-Rex dabei, und da gibt es ja. Einen Dino-Haufen dabei. Ja. Den kannst du auch aufmachen und kannst du was rausnehmen. Ich habe das gesehen mit Angela, als ich im Lego-Museum in Basel, Binningen war. Ich habe das ganz hart gefeiert. Also. Ja, die neuen Sets, die sie jetzt gebraucht haben, glaub, die sind süß. Das Jahr oder letztes Jahr. Und die sind wirklich die Anlehnung, oder nicht Anlehnung, vom ersten Film, da habe ich mir überlegt, 1, 2 zu holen. Zum Beispiel Verrat an Ed Nedry war ja meine Lieblingsszene, oder eine meiner Lieblingsszenen, wo er da mit dem Jeep, mit der Brille, mit dem Rasierschaum Dose verschwinden will und dann sein Auto in den Stein setzt und angegriffen wird. Gibt es das Set tatsächlich auch zu kaufen? Das habe ich mir echt überlegt. Und sie haben jetzt auch einen Brachiosaurus als Modell, ja. Als Lego-Modell auch jetzt. Den kenne ich noch nicht. Nicht? Nein. Muss ich dir zeigen. Ist echt cool. Lustig finde ich das Auto im Vergleich mit dem Dinosaurier. Hier würde ich sagen, stimmt das Verhältnis nicht. Was ich aber verstehe, dass Lego dann hier nicht so ein riesen Duplo-Dinosaurier... Wobei das heute ja auch noch nicht besser. Mit den Jurassic Park-Sauriern. Die Größe, klar, beim T-Rex schon. Ja. Der T-Rex ist einiges größer. Der ist aber auch nur minim größer. Ja, aber also, ja, das Verhältnis hier schon ein bisschen lustig. Ja, man muss natürlich überlegen, was das für eine Zeit war, was man da für Möglichkeiten hatte. Und von dem her finde ich natürlich die Größe von den Dinos... Ja. Also hätte ich das gewusst oder hätte ich zu der Zeit mit Lego gespielt oder gesammelt, so wie heute, hätte das ganz hart gefeiert. Der T-Rex, was der noch kann, also wenn der hier die Forschungsstation angreift, er kommt von da, rennt Richtung Forschungsstation, kommt hier, erwischt die Kurve nicht ganz, nimmt den Baum mit und klack kann der den Baum noch umfällen, bevor er dann hier versucht, die Brücke zum Einsturz zu bringen. Wobei, vielleicht kriegen sie ja die Brücke zum Einsturz, bevor der T-Rex rüberkommt. Und dann die kann man auch aushängen, richtig, und dann ist es hier vorbei mit dem T-Rex, dann stürzt er sich ins Wasser. Ja, 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 schön drüber, frisst alle. Genau. Nein, wirklich. Also ein klassisches deutsches Märchen. Wirklich quasi, also ich mag das Set, dann hat es noch so Kleinvieh-Krabbelzeugs, genau, die Spinne. Ja, zwei Spinnen, eine schwarze und eine graue. Mit dem Forschungstyp, der hier eine Lupe in der Hand hält, die tatsächlich auch vergrößert ist, wirklich wie eine Lupe. Das ist sehr cool. Skorpion mit dabei. Skorpion, genau, die Schlange. Und ein Dach zum Öffnen, damit man hier noch besser an die Spielfeatures herankommt. Also so quasi schon fast modular mit den Tiles. Hier hinten kann man noch aufmachen, aber da kommt man nichts Großes an. Nein, das ist nicht mehr viel. Aber
Ja, es ist ein großartiges Set. Fantastisch, also wirklich, ich finde das richtig fantastisch, richtig großartig, was sie hier gemacht haben. Wirklich überall so, noch mit kleinen Details, Hebel, hier ist so ein Ölfass oder ein Benzinfass, das man von Hand noch pumpen kann, wo man etwas rauspumpen kann. Hier so ist noch ein Feuer. Feuer, dann beim Feuer gibt es tatsächlich noch so ein Pfännchen mit Wasser, das sie am Kochen sind. Überall stehen so die Kaffeetassen rum von den Forschern, hier oben eine Tasse, hier eine Tasse, also wirklich... Das Set ist auch mit Leben gefüllt und von daher sage ich, okay, 13 Cent oder 13 Rappen pro Teil ist viel, aber das Set ist auch wirklich lebendig gestaltet. Definitiv. Und ich würde sagen, das würde heute so ein Creator 3-in-1 Set. Wahrscheinlich. Sind noch die, wo so am nächsten drankommen. Also ich glaube, das Einzige, was heute noch so an diese Sets rankommt, sind so wirklich die Creator 3-in-1, die noch recht ähnlich aufgebaut sind. Was ich noch ganz kurz zeigen will, respektive das Heft. Man muss also leider im schlechten Zustand ist das Set ist ja von einem Flohmarkt und die Anleitungen waren halt alle in einem Kuvert drin und das Set habe ich halt das Heft habe ich halt so mitbekommen. Sieht halt so aus, so von hinten. Da hat man dann halt kann man kurz quasi die erste und die letzte Seite zeigen. Ja, sieht ein bisschen schieter aus, also ja. Nicht so guter Zustand, aber kannst du jetzt halt relativ wenig dafür, genau. Nicht wahr? Und dann hat man halt hier wirklich so die einzelnen Bauschritte. Was ich da... Es, ich hatte das Gefühl, es ist größer. Also auch irgendwie zum Teil größer als sonst in Anleitungen. Es wirkt für mich so ein bisschen wie für Sehbehinderte. Hatte ich nicht das Gefühl, aber wenn du meinst, das ist mir so nicht aufgefallen, aber... möglich, ja. Was ich schade finde, dass alles in einer Bauanleitung ist, nicht so wie zum Beispiel bei der Eisenbahn. Auch hier hätte es wirklich die Möglichkeit gegeben, mehrere Bauanleitungen für einen Familienspaß zu kreieren, weil man baut doch fast alles einzeln. Man baut den Flieger einzeln, das Auto einzeln. Vielleicht wurde es deshalb auseinandergenommen. Möglicherweise, ja. Der Außenposten einzeln, das große Haus einzeln, Brücke einzeln und das wäre tatsächlich etwas gewesen, was man auch als Familienspaß mit mehreren Bauanleitungen hätte machen können. Hier noch auseinandergerissen leider. Aber und hier sieht man dann das Bild, was Louis vorhin meinte. Richtig, genau. Vielleicht kannst du ja noch einen Scan machen davon. Eventuell oder vom Internet eine Kopie. Weil es ist ja in der offiziellen, also es gibt ja die offizielle Anleitung, für den Download auf der Lego-Seite. Also das Set ist nicht so alt, dass die Anleitung nicht vorhanden ist. Und dann gibt es noch so Alternativbilds für zum Beispiel das Flugzeug. Gibt es einen Helikopter? Genau. Oder ein Wasserflugzeug-Helikopter gedöns. Oder halt ein Motorboot. Oder halt eine motorisierte Satellitenschüssel. Irgend sowas, Laserkanone, keine Ahnung. Schlag mich tot. Irgendwo brennt es noch raus. Ja. Man weiß es nicht. Ja? Nein, also wirklich, ich finde es sehr, sehr cool. Ganz sicher eines der spaßigeren Gebrauchssets, die ich hatte. Nichtsdestotrotz werde ich auch das Set natürlich nicht behalten. Wird auch in den Verkauf kommen. Also ich habe jetzt auch keine Mühe, das wegzugeben. Ist nicht ein Set, das ich jetzt irgendwie behalten möchte, weil ich es schön finde oder noch irgendwie spielen möchte damit, aber das eine Mal aufbauen hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und bereue absolut nicht, dass ich das Set aufgebaut habe. Nein, würde mir jetzt auch nicht in den Sinn kommen, das zu bereuen. Ja. Ich habe von meiner Seite alles erwähnt, was ich weiß zu dem Set. Wenn du keine Fragen mehr hast. Nein, ich habe auch fertig. Du hast fertig, dann Hashtag Dino Party. Also das ist wirklich eine richtig große Party, das Set zum Bauen, zum Spielen. Und von daher wirklich spaßig. Und falls ihr Interesse habt, auch das Set wird bald in den Verkauf gehen, in meinem Online-Shop oder auf Ricardo. Könnt ihr euch das Dino-Set gönnen, besonders wenn ihr Fans seid von der Jurassic Park-Reihe oder von Dinos. Lohnt sich, glaube ich.
Ja, bei dem Set jetzt definitiv, also es ist nicht nur Werbung, sondern das ist wirklich ein richtig cooles Set. Und ich glaube wirklich auch noch ein Set, an dem auch wirklich Kinder Freude haben können. Gut, dann wäre es das für heute gewesen. Ja. Ja, wir danken euch fürs Zuschauen. Auch Rolo ist schon müde. Ja, Rolo schläft auch schon. Er schläft schon, genau. Und wir wünschen euch einen schönen Donnerstag. eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.